die Physiotherapeuten, die ja auch nur so diese 20-minütigen Programme verwirklichen dürfen. Also offiziell ist es, glaube ich, höchstens 25 Minuten. 5 Minuten müssen sie wieder wechseln können zur nächsten Patientin. Und dann geht dann 5 Minuten noch weg für die Begrüßung und das Auf Wiedersehen sagen. Noch ein bisschen etwas organisieren schnell. Dann hat man also nur 20 Minuten und nach dem Programm der Grundversicherung sind das dann zweimal, höchstens dreimal pro Woche, dass man das haben darf. Und das ist einfach keine realistische Reha. Wenn man vergleicht in der Reha-Klinik, kommt es zu 1 bis 2 Trainingsterminen pro Tag. Wir können uns das wieder leisten. Wir können zusätzlich zu dieser Physiotherapie dann einfach noch selber bezahlte Personal Trainings bei diesen best ausgebildeten Trainerinnen und Trainern des Fitnessparks Allment bezahlen, organisieren, haben und kommen so wieder in die Höhe. Meine Mutter, es ist kaum zu glauben. Vor 10 Tagen waren sie noch im Spital. Man hatte jeden Schritt von ihr begleitet. Gestern ist sie wieder 14,5 Stockwerke nach oben und nach unten gelaufen mit mir. Das ist möglich mit einer fachlich best begleiteten Therapie, auch mit entsprechender Ernährung und mit dieser Unterstützung vom Fitnesspark Allmend und von Medbase. Aber dort gibt es eine ungelöste Schnittstelle, das ist einfach im Moment nicht koordiniert. Man erhält da nur die Physiotherapie, das andere muss man selber bezahlen. Und wir können das aber bereits auch hier wieder. Die finanziell Schwächeren können das nicht, die haben auch keine Zusatzversicherung für Reha-Klinik und die müssen da über die Klippe springen. Auch hier einfach ein, ganz fast nicht sagen, ein faschistoides System. Und die Grünen und Linken sagen dann, ja, man muss dort den Ärmeren da Geld geben, aber sie selber sind es ja, die das mit verursachen. Ohne jetzt in einen Rundumschlag zu gelangen, ich kann es nur ganz grob umreißen. Schauen Sie, wenn Sie in den Städten zum Beispiel derart viel Ärger hineinbringen in gewisse Leute, die eben immer noch mit dem Fahrzeug unterwegs sind. Ich kenne diese Optik gut. Wenn da eine eigentliche Verkehrsverhinderung stattfindet, wo man sieht, da wird man jetzt wirklich an den Rand gedrängt, da wird geschaut, dass man den Bus nicht überholen kann, wo er die Leute aussteigen lässt. Da fehlt jetzt einfach noch einen halben Meter, sonst könnte man da gerade überholen und vorne hat es genügend Platz beim Bus. Das heißt, da wird gezielt eben der Automobilist, die Automobilistin benachteiligt, muss warten, ohne dass es aus materiellen Gründen wirklich notwendig wäre. Da wird auf, das ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt viele solche Beispiele, wie Ärger verursacht wird in der Gesellschaft und es erstaunt nicht, es wird die Schwächsten treffen. Der Ärger, irgendwo wird da Luft gemacht, man reagiert sich ab, es wird die Schwächsten treffen. Und das sind genau diejenigen eben auch heute, die eigentlich sagen, ja, wir schauen für die Schwächsten, sie selber verursachen diesen faschistoiden Druck auf die Schwächsten und
sollten sich ein bisschen, ja, man muss es sagen, sie müssen sich an der Nase nehmen jetzt. Es muss etwas gehen in Richtung einer Öffnung zum Vernünftigen, zum Gesamten, zur Gesamtschau. Und ich erinnere, dass gerade mal eben von den Grünen her, von der Ökologiebewegung her ja auch das gesamtheitliche Denken ja gefordert wurde. Dieses muss zurückkehren in die Köpfe der Grünen und Linken und aller Politikerinnen und Politiker, bitte.